Hallo und herzlich willkommen zur 1000. Anrömer-Abend-Folge. Und jetzt geht's los. Heute mit großen Highlights für euch. Schaltet ein und seid dabei. Jetzt geht's los. Ja, ich esse ein Stück Wurst. So hieß es damals in der ersten Mal am Abendfolge. Ja, es war damals eine Minute Manuel am Abend. Die Zeit verging mit Manuel am Abend. Jeder Tag wurde immer wieder Manuel am Abend gemacht, produziert und aufgenommen. Bis es irgendwann soweit hieß, die 100. Folge sollte kommen. Okay, dann waren die Folgen schon länger geworden mit der Zeit. Dann kam die 200., dann die 300., dann die 400., dann die 500., dann die 600., dann die 700. und dann sogar die 800. und dann sogar die 900. Das waren große, große Highlights. Auch natürlich, wenn man am Abend kam und gezeigt worden ist, in jeder Hinsicht, was auch immer in Man am Abend passierte. Es war ein Highlight. Vor allen Dingen, was ich natürlich finde, ist, dass jede 100. Folge ein kleines Highlight war. Und natürlich sind die auch immer länger geworden. Es gab ziemlich lange Folgen, es gab auch ziemlich kurze Folgen. Es gab Folgen, die kamen, es gab Folgen, die kamen nicht, wo sie angekündigt waren, aber im Endeffekt dann kamen, ein bisschen später. Anfangszeit war das noch so, da sollte die Serie 19 Uhr kommen, kam aber nicht 19 Uhr, kam 19.05 Uhr, wie auch immer, oder eine Stunde später. Warum? Weil ich Probleme hatte, weil ich nicht konnte, wie auch immer. Jetzt ist es mittlerweile so, ich habe Man am Abend gemacht. Und was habe ich gemacht? Natürlich, jede Folge individuell gestaltet. Ein Intro kam hinzu. Das muss man auch noch dazu sagen. Hallo und herzlich willkommen zu Manuel am Abend, der neuen Folge. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, war alles ganz klasse. Und natürlich muss man dazu sagen, das hier ist jetzt die 1000. Manuel am Abend Folge. Im Intro hat sich auch immer wieder was verändert. Es kam die Farbwechseljacke. Eine blaue Jacke, die die Farbe wechselt. Ja. Erst war es eine grüne, dann eine blaue. Aber immerhin, es waren tolle Sachen. Und es waren tolle Sachen dabei. Keine Frage. Das Intro hat sich immer mal wieder verändert. Auch vom Style her. Bis heute. Manuel am Abend ist und bleibt was Besonderes. Ja, und wie ihr wisst, Manuel am Abend, Freunde, ist Manuel am Abend natürlich was Besonderes. Ich habe ja mal gesagt, nach der 300. Folge sollte Schluss sein. War es aber nicht. Dann irgendwann kam die 500. Folge. Und ja, und irgendwann habe ich mir gedacht, machst du zumindest 1000 Folgen Manuel am Abend. Und das habe ich natürlich auch geschafft. Zum Schluss muss man dazu sagen hin, waren die Folgen auch immer so gemacht, dass sie teilweise auch vorproduziert waren. Das heißt, auch wenn ich mal einen Tag nicht konnte, es kam trotzdem. Und zum Schluss hin regelmäßig. Fast 200 Folgen über, komplett regelmäßig, ohne Pausen. Gut, es kam immer eine kurze Zeit, ein paar Tage Pause, weil ich zufälligerweise krank geworden bin, was alles nicht beabsichtigt war. Aber es waren so Sachen, wo ich sagen muss, okay,
Zu viel an einem Tag vorproduzieren kannst du nicht. Könntest du schon, aber dann musst du nach Drehbuch gehen. Ich habe immer mal wieder Sachen im Kopf, die mir gerade zu Fleweise einfallen, auch für mal am Abend. Und dann versuche ich das irgendwie umzusetzen, genauso wie meine Zaunspringer. Und was ich nicht alles gemacht habe. Ja, und deswegen kann man nur sagen, es ist eine schöne Zeit gewesen mit den tollen Mahnen am Abendfolgen. Jetzt fragt ihr euch, geht es mit Mahnen am Abend weiter? Dazu möchte ich erstmal nichts sagen. Warum? Es soll ja noch ein bisschen spannend bleiben. Dazu muss ich sagen, wird diese Mahnen am Abendfolge erst einmal, ja, wohl bemerkt, die letzte Folge sein. Warum, erfahrt ihr hier natürlich gleich jetzt. Aus dem Grunde, Mahnen am Abend sind jetzt 1000 Folgen hinter mir und ich muss dazu sagen, diese Folge zum Beispiel, die wir jetzt gerade sehen oder die ihr gerade seht, ist eine Folge, ja, wo ich sagen muss, cool, ist mal was Besonderes, mal was anderes, bisschen anders gemacht. Aber dazu muss ich sagen, wird man am Abend überhaupt weitergehen? Erstmal ist das die letzte Folge. Da ich aber noch Love is in the Air, die Flasche mag mich sehr, kommt, wo ich natürlich fest dran arbeite, dann geht's mit Hier kommt Palou weiter und sind ja noch ein paar Sachen, die ich noch in der Hinterhand habe. Ja, und da habe ich ja gesagt, da soll es unbedingt weitergehen und es gibt noch ein paar Sachen, die schon lange, lange in Planung sind und auch immer wieder das Intro gezeigt worden ist. Zum Beispiel die eine Serie mit Manuel und Fly zum Beispiel. Die wird auch noch kommen. Und dazu muss ich sagen, möchte ich ja auch, dass sie kommt. Aber ich habe ja auch gesagt, wenn ich ein Intro gemacht habe, dann kommt auch danach meistens direkt die Serie. Aber ich habe gemacht, das Intro geschnitten, als Trailer hochgeladen, das Intro ausgespielt. Aber es kam nichts. Ich habe wohl dazu was aufgenommen, auch Sachen dazu aufgenommen, die kommen sollen. Und die kommen auch. Und das möchte ich jetzt erstmal umsetzen. Und dann sehen wir weiter, wie es mit Mahnen am Abend weitergeht. Ja? Ob es kommt oder nicht, bleibt eine Überraschung mit Mahnen am Abend. Wie es weitergeht. Morgen kommt kein Mahnen am Abend, aber ich plane jetzt an guten Serien, die jetzt kommen sollen. Es kommt ja regelmäßig Sachen und daher plane ich. Und versuche auch die Pläne, die ich lange vor mir hingeschoben habe, endlich mal weiter umzusetzen. Love is in the Air, die Flasche mag mich sehr, habe ich ja, bin ich schon mit angefangen umzusetzen. Und ja, jedenfalls, die Serie mit Fly, die werde ich jetzt auch endlich mal fertigstellen und ja, die Folgen, die ich dazu habe, fertig machen und ja, mal gucken, wie es dann weitergeht. Vielleicht kommt auch noch was Neues, mal gucken, aber Mahnen am Abend ist nicht aus dem Sinn. Das heißt aber auch nicht, dass es keine neuen Folgen gibt. Aber es heißt auch nicht, dass neue Folgen kommen. Man muss gespannt sein, weil das werdet ihr dann sehen. Es kommen auch noch Sachen, die in Planung sind. Also möchte ich natürlich auch mal das umsetzen und natürlich auch sagen, okay, mit ihr was Neues habt, mit ihr gut unterhalten seid. Es kommt ja auch noch Manuel, neue Folgen. Und ja, wenn man eine Serie macht, möchte man allen Zuschauern was Tolles bieten. Aber jetzt gibt es noch eine Sache für euch. Eine Sache.
in dieser Mahnen am Abend-Folge. Ich habe ja gesagt, Highlights. Das Intro war ja schon ein komisches Highlight. Aber es gibt noch ein Highlight in der Mahnen am Abend-Folge. 1000, die jetzt gerade noch läuft. Und was das für ein Highlight sein wird, seid gespannt, denn das kommt jetzt für euch. Seid gespannt und jetzt, ja, wird dieses Highlight starten. Und was es sein wird, seid gespannt, jetzt geht's los. Ja, das war ein schöner Zaunspringer. Für euch. Extra für euch. Und das war die Überraschung. Ja, Mahnen am Abend, Freunde. Ich hoffe, euch hat diese kleine Überraschung gefallen. Ich wollte nochmal herzlichen Dank sagen für 1000 Mal Mahnen am Abend einschalten. Und ihr seid ein tolles Publikum. Und ich kann es nur mal wieder sagen, ohne euch wird's Mahnen am Abend so nicht geben. Und ja, herzlichen Dank dafür. Und was ich auch noch sagen muss, ist, es hat mich gefreut, immer wieder Mahnen am Abend für euch zu machen. Und das nun schon 1000 Mal. Aber ich, ja, werde mich jetzt erst einmal mit Manuel am Abend von euch verabschieden. Ja, ich hatte gerade einen Textfänger, ich weiß, da das alles improvisiert ist, ist es verständlich. Aber ich muss sagen, es kommen jetzt erstmal Formate, auf die ihr schon lange wartet. Manuel und Manuel geht weiter. Love is in the air, die Flasche mag mich sehr, kommt. Und natürlich Manuel und Fly. Wie das alles laufen wird, werdet ihr sehen. Also, ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen und würde sagen, entweder sehen wir uns in einer nagelneuen Mahnen am Abend-Folge wieder, aber wenn es soweit ist, werdet ihr es erfahren hier. Und jetzt werde ich erstmal Danke sagen und verabschiede mich. Tschüss, bis zum nächsten Mal zu Manuel am Abend oder irgendeiner meiner Sendungen hier auf dem Kanal. Ciao! Und jetzt mache ich das Licht aus und sage gute Nacht. Da-da-da-da-da.